I was strolling on the moon one day. Das Kap Kaminski, liebevoll benannt nach dem Bochumer Weltraumforscher Heinz Kaminski, war bei den Apollo-Missionen von Anfang an dabei. Auch im Sommer 69, sagt Thilo Elzner von der Bochumer Sternwarte. Man hatte gebeten, außerhalb der USA Stationen zu finden, die imstande sind, das Raumschiff zu tracken. Im schlimmsten Fall hätte man das Raumschiff orten können, wenn es dort zu einem Unfall oder Unglück gekommen wäre. Und gleichzeitig konnte man von Bochum aus den Funkverkehr hören. Der Bochumer Heinz Kaminski, damals noch Funkamateur, wurde schlagartig weltbekannt, als er im Oktober 1957 als einziger in Europa die Funksignale des sowjetischen Erdsatelliten Sputnik 1 verfolgte in seinem Vorratskeller. Er gründete die Sternwarte Bochum und das Institut für Weltraumforschung. 1967 installierte er eine 20 Meter große Parabolantennenanlage, mit der er alle Apollo-Missionen verfolgen konnte. Der WDR sendete live aus dem Steuerraum. Ist geschafft, Herr Kaminski. Armstrong hat soeben die ersten Gesteinsproben genommen. Mit leichten, wiegenden Schritten springt er fast und schwebt leicht wie eine Diva. Und immer wieder hieß es: Über das jüngste amerikanische Weltraumexperiment und die Bochumer Beobachtungen berichtet Heinz Kaminski. Wir schalten um nach Bochum, meine Damen und Herren. Hallo, Herr Kaminski. Ja, guten Morgen, Herr Münchenhagen. Die Bochumer und das Kap Kaminski, die gehören einfach zusammen. Ja, wir waren sehr stolz, ich zumindest. Die Sternwarte, das sind wir. Das ist unsere Sternwarte und das ist unser Kaminski und das ist unser Kap Kaminski. Man hat mir mal erzählt, das käme nie wieder. Doch auch wenn die letzte bemannte Mondfahrt mit Apollo 17 schon 50 Jahre zurückliegt, bei der nächsten Mission heißt es wieder: Wir möchten Sie heute hier schon von Bochum dazu einladen, mit unserem großen 20 Meter Parabolspiegel den Flug zum Monde zu verfolgen.